Diesmal. Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Wir werden jetzt mal uns darum kümmern, wie man das Standrohr gleich setzt. Und zwar haben wir vorhin im Teil darüber gesprochen, Trinkwasserschutz, was müsst ihr beachten, was nicht. Und das gucken wir jetzt mal gemeinsam an, wie wir jetzt hier wunderschön, erstmal muss ich das Ding finden und dann werden wir gleich mal das Standrohr setzen, wie sich das gehört, nach FEDV1. Und ich erkläre euch dann nochmal, was dabei zu beachten ist, okay? Alles klar, los geht's. Wir gehen mal ganz kurz auf das Hydranten-Hinweisschild ein. Das ist es nicht. Ah, rot, ne? Feuerwehr. So, H100, das ist der Durchmesser im Boden, die Leitung von dem Trinkwassernetz. Das ist eine 100 mm dicke Leitung, ja? Die hier unten durchläuft. Interessant nämlich, wenn man an mehreren Stellen hier rangeht, dann muss der Einsatz halt natürlich beachten, dass irgendwann das Wasser begrenzt ist an der 100er Leitung. Okay, das ist das Koordinatenkreuz, das heißt, oder T, ein Kreuz ist ja eigentlich gar nicht. 0,8 Meter nach vorne und 5,3 in die Richtung. Okay, 0,8 habe ich genau ausgelotet, ist genau so. Und 5,3 in die Richtung. Ohne zu gucken. 1, 2, 3, 4, 5 und Keks. Zack. Oh. Touchdown. So, wir nutzen hier diese Folie, um diese Unterflutrinne winterfest zu machen. Das heißt, wenn man diese Folie dazwischen hat, friert der im Winter nicht so ein. Ne? Ganz früher, noch vor eurer Zeit, hat man die noch eingefettet und sowas. Das macht man jetzt nicht mehr. Gut. Bisschen sauber machen, schade nicht. Es wird nie so sein, dass ein Unterflutrinne immer richtig sauber ist. Wahrscheinlich in der Stadt kann das schon mal sein, aber hier auf dem ländlichen Gebiet, wenn es regnet und hier Sand mitgespült wird, dann läuft er hier rein und läuft zur tiefsten Stelle. Das ist meistens der Anschluss vom Unterflutrinne, ne? Wo das Standrohr sozusagen reingesetzt wird. Das heißt, ich mache immer so ein bisschen an der Seite schon mal den Sand weg. Das kann man machen, wenn man Zeit hat, so wie jetzt. Wie gesagt, das hatten wir alles schon mal rausgenommen. Das ist jetzt, na, ich sage jetzt mal, wir haben jetzt gerade Februar, das war irgendwie Oktober, haben wir die alle winterfest gemacht, da waren die alle sauber. Ne? Ihr seht nur mal, was da so zusammenkommt. Okay, wenn ich jetzt die Kappe aufmache, werdet ihr sehen, dass da immer so ein bisschen Sand trotzdem ist. Ne? So, und um diesen Schmutz geht es schon im ersten Schritt. Das heißt, wenn ich das Standrohr jetzt setze, das erste ist natürlich mal die Klaumutter ganz nach vorne. Und jetzt setzen wir die Klauenmutter da drunter rein. So. Wichtig ist natürlich jetzt hier, dass die Klau hier richtig schön so drunter greift. Ne? Seht ihr. Okay, wenn ich jetzt anziehe, je mehr ich anziehe, desto mehr drückt die Klaue unter das Blaue. Und dann wird das irgendwann stramm sitzen. Fängt an, jetzt fängt an zu greifen. Oh. Fest wie Bombe. Niederschraubventile, wenn man die verlastet, sind die ja meist nicht stramm zu, sondern ja so eine Viertelumdrehung zurück, sagt man, ne? Damit diese Dichtungen nicht ausleiern oder ja, angepresst werden, eigentlich kaputt gehen mit der Zeit. Ne? Die werden entlastet. Entlastet, verlastet sozusagen. Gut, wichtig ist, wenn man es natürlich jetzt macht, ich mache es jetzt wie im Einsatz, hat man keine Zeit, groß den Dreck rauszumachen. Das heißt, es wird wahrscheinlich in echt noch schlimmer aussehen. Ne? Gut. Man setzt den Standrohrschlüssel drauf. Ich könnte jetzt die Schraube im Boden aufdrehen und dann würde das Standrohr sich mit Wasser füllen. Ne? So, Achtung, jetzt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Ausgänge sind zu und ich drehe unten auf und der Sand liegt noch da unten im Rohr, dann würde der Dreck mit dem Rohr hochgedrückt werden. Dann würden alle sagen, ja, ist doch nicht schlimm, bleib ja oben. Nee, weil wenn die oben zu ist, haben wir, ich sag mal, wenn im Boden unten 4 Bar sind, dann haben wir nach kurzer Zeit hier auch 4 Bar. Das heißt, wir haben gar keinen Druckunterschied mehr. Das ist der gleiche Druck. Was macht Dreck am normalen, ohne Druckunterschied? Macht nämlich das. Ne? Das heißt, es geht wieder runter ins Rohrnetz und dann, herzlichen Glückwunsch, habt ihr schon mal die erste Handvoll Sand im Trinkwassernetz rein.
Und da hilft euch auch kein Systemtrenner. Da seid nur ihr gerade dran schuld, wenn das nämlich passiert. Also bitte macht es richtig. Eine Seite erstmal voll auf. So. Und jetzt spülen wir. Das Besondere an diesem Standrohr ist, man sieht es auf den ersten Blick nicht. Man erkennt es manchmal nur an dieser Luftzufuhr. Hier ist ein kleiner... Eine Seite ist voll auf und jetzt kann ich nämlich aufdrehen. Und wenn ich jetzt unter Druck setze, wird der, wenn der Dreck ist, gleich mit rausgespült. Okay, achte mal drauf. Ich drehe auf. Achtet jetzt mal bitte auf den Teller da unten, wie der hochkommt. Das ist der Rückflussverhinderer, ne? Beim ersten Schritt muss das halt hier rauslaufen. Achtet mal darauf, wie das Wasser jetzt aussieht, okay? Was ihr beachten müsstet, wenn ihr das Standrohr setzt. Ihr habt natürlich eure komplette Schutzausrüstung an, ne? Komplette PSA, Handschuhe, Helm. Zu viel Schutz gibt es nicht. Das heißt, wenn ihr eine Schutzbrille habt oder das habt, ist es nicht verkehrt. Dann nutzt es von mir aus. Ne? Aber das Mindeste ist so. Und wenn ihr hier euch bewegt, da unten ist Druck drauf. Was passiert, wenn sich das löst? Das fliegt hoch. Ne? Schlecht ist, wenn ihr euren Kopf hier drüber habt und dreht auf und das Ding schießt hoch. Ich wollte gerade sagen, dann siehst du aus. Nein, Marvin, ich sage es nicht. Nicht gut. Nein, aber wisst ihr, was ich meine? Ne? Also wenn ihr auftritt, nicht rübergehen, sondern ein bisschen Respekt haben, okay? Jetzt gucken wir nochmal auf den Tellermechanismus von dem Rückflussverhinderer. Ich drehe nur ein ganz bisschen auf und achte mal drauf, wenn ich jetzt ein bisschen die Feder freigebe. Da steht so viel Druck an, der drückt den Teller gleich hoch. Ne? Da kann man schlecht erkennen. Ne? Wenn ich unten Druck losmache, passiert es nicht mehr. Drehe zu. Jetzt steht hier noch Druck an. Und in dem Moment, wo ich jetzt unten abdrehe, fängt an, diese Luftzufuhr zu wirken. Nämlich, wenn hier ein Unterdruck entsteht. Hört ihr das? Die von euch, die noch die alten Standrohre kennen, wissen jetzt, normalerweise, wenn man abdreht und man hat es zu, dass man dann einmal noch mal aufdrehen muss, kommt nochmal Druck raus. Ist aber hier nicht der Fall. Ne? Bevor ihr das Standrohr löst, auch genau das sage ich, nie den Kopf drüber, ne? Also nie den Oberkörper drüber halten. Lieber nochmal prüfen, ob Druck drauf ist. Ist nicht. Und dann könnt ihr das lösen. Und kein Wasser drin. Ne? Jawohl. Super. Schlauchmutter wieder ganz runter für den nächsten Einsatz. So. So, das ist alles sauber zumachen. Ja, wieder winterfest machen. Macht es bitte richtig. Eins, das hat er, denkt daran, was ihr für eine Verantwortung habt im Einsatzfall. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bei Fragen gerne kommentieren. Willi oder die Crew antworten gerne. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ne? Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Auch nochmal ein allgemeiner Hinweis. Wenn ihr ein Standrohr in Betrieb nehmt, immer gucken. Sichtprüfung macht man eigentlich grundsätzlich. Ist was kaputt? Ist hier eine Dichtung vorhanden? Typisch auch Truppmann, aber ist im Leben echt wichtig. Also der Dichtring vorhanden. Klauenmutter muss unten sein. Und habt jetzt richtige Standrohr. Mindestens mit Rückflussverhinderer. Entweder hier drin oder
hier diese Verbreitung im Rohr, wie ich im anderen Video gezeigt habe. Alles klar? Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr dieses Standrohr überhaupt setzt, im ganzen Feuerwehreinsatz, um euch das jetzt klar zu machen, natürlich Handschuhe, also.